Welcome back to an Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Up Prof. Guten Tag, Walter. Hallo, mein Freund. Ich bin noch ganz geschafft vom letzten Mal. Ich dachte, es wird eine Einführung von vielleicht 5 Minuten. Ja, das passiert, wenn wir zusammen sind. Ja, alles deine Schuld. Sorry, ich nehme alle Schuld auf mich. Lass uns mit einem Gebet anfangen. Unser himmlischer Vater, danke, dass wir uns wieder treffen und über diese wichtigen Themen sprechen können. Erleuchte unser Denken und auch das der Zuschauer und führe uns durch dieses Gespräch. In Jesu Namen, Amen. Amen. Wir sprachen über den großen Reset und haben eine Einführung gegeben. Corporate Identities, wirkliche Identität, wirkliche Menschen und ihre formal fiktiven Gegenstücke. Wir streiften allerlei Themen, einfach um zu zeigen, wie irreführend vieles in der Welt ist, wie die Wirtschaft funktioniert und worauf sie basiert. Jetzt wollen wir betrachten, wie es aussehen wird, wenn die päpstliche Agenda zur globalen Agenda wird. Becomes the universal agenda. Es wird ein Desaster. Ja, wie du schon sagtest, auch wenn man den ersten Teil vielleicht nicht so recht verstanden hat, so wird dieser es ins rechte Licht rücken. Das hoffe ich. Ja, das hoffe ich. Vielleicht erinnerst du dich an das Zitat, das wir schon letzte Folge gelesen hatten. Wir wollen uns nicht andauernd wiederholen, aber das soll eine Einführung sein. Es war nicht Gottes Absicht, dass es irgendwann keine Armut mehr in der Welt geben sollte. Das haben wir schon letztes Mal genauer erklärt. Natürlich möchte Gott nicht, dass irgendjemand in Armut lebt und leidet. Aber er lässt es zur Ausbildung des Charakters zu, solange wir auf diesem gefallenen Planeten sind. Die Schichten der Gesellschaft sollten nie gleich gemacht werden, denn unterschiedliche Bedingungen, die unser Dasein kennzeichnen, ist eine der Methoden, die Gott dazu ausersah, den Charakter zu prüfen und zu entwickeln. Dann stellten sie fest, viele haben es mit großem Enthusiasmus vorangetrieben, dass alle Menschen gleichen Anteil an den zeitlichen Segnungen Gottes haben sollten. Das heißt, dass es ein universales Grundeinkommen geben sollte und jeder auf gleicher Höhe sein sollte. Aber das war nicht die Absicht des Schöpfers. Christus sagte, dass wir die Armen alle Zeit bei uns haben werden. Die Armen sind genauso wie die Reichen mit seinem Blut erworben. Und unter seinen bekennenden Nachfolgern dienen ihm in den meisten Fällen die Ersteren mit Zielstrebigkeit, während die Letzteren ihre Zuneigung ständig auf ihre irdischen Schätze richten und Christus vergessen ist. Das bedeutet natürlich nicht, dass die oberen Klassen alle selbstsüchtig sind. Aber es liegt in der Natur der Sache, dass sie es oft sind. Die Sorgen dieses Lebens und die Gier nach Reichtum drängen die Herrlichkeit der ewigen Welt in den Hintergrund. Und dann dieser interessante Satz. Es wäre das größte Unglück, das je über die Menschheit hereinbräche, wenn alle in Bezug auf weltlichen Besitz gleichgestellt werden sollten. Das heißt, wenn irgendjemand sagt, dass es ein universales Grundeinkommen geben müsse und alle auf einer Ebene sein müssen, wäre das das größte Unglück, das je über die Menschheit hereingebrochen wäre. So viel als Einführung. Nachdem wir das herausgearbeitet haben, wollen wir doch sehen, was Rom, der Papst, zu sagen hat. Hier bekommen wir es aus erster Hand, nämlich aus dem jesuitischen Magazin America, der Jesuit Review. Dort heißt es, Papst Franziskus befürwortete ein universales Grundeinkommen. Covid-19 könnte es in Europa zur Realität machen. Nun, er befürwortet, was die vorherige Aussage als größtes Unglück bezeichnet hat, das die Menschheit je treffen könnte. Hier schreiben sie, als sich die britische Premierministerin Theresa May 2017 mit den Forderungen nach einer Erhöhung der stagnierenden Gehälter in der Krankenpflege konfrontiert sah, verneinte sie einprägsam die Existenz eines magischen Geldbaumes. Frau Mays Vorgängerin der konservativen Partei Margaret Thatcher
hatte versichert, dass die Regierung des Vereinigten Königreiches kein eigenes Geld habe, sondern nur das, was sie von der Bevölkerung durch Anleihen oder Besteuerung bekommt. Von den Strohleuten. Darüber hatten wir in der letzten Folge auch gesprochen. Die Rechtsfiktion. Ja, die Rechtsfiktion. Die meisten Leute hielten diese strenge Gradlinigkeit wahrscheinlich für umsichtig. Ein Haushaltsdefizit war ein Zeichen für eine schlechte Staatsführung und sollte entschieden vermieden werden. Einer solchen offensichtlichen und lange verfochtenen finanzpolitischen Sparsamkeit der Konservativen wurde selten widersprochen, bis jetzt. Wir werden die Dinge verändern. Genau wie die zweite Corona-Welle schon Europa durchzieht, kommen dort auch öfter Gespräche über ein universales Grundeinkommen auf, die eine Neubewertung der überkommenen Ansicht über öffentliche Verschuldung erforderlich machen könnte. In Schottland, wie auch anderswo im Vereinigten Königreich, ist diese Diskussion nicht neu, hat aber an Bedeutung gewonnen und wird wirklich dringlich, da die Antwort von Politik und Wirtschaft auf die Pandemie sich als nervenauftreibend herausgestellt hat. Die Idee bekam vom Papst Franziskus selbst uneingeschränkten Zuspruch. Im kürzlich veröffentlichten Buch »Wage zu träumen« befürwortete er im Kontext seines ungewohnten Rufes nach einer wirtschaftlich und umweltpolitisch faireren Post-Covid-Welt ein. Bedingungsloses Grundeinkommen für alle Bürger. Franziskus' Version eines universellen Grundeinkommens schlägt dessen Finanzierung durch Steuern vor. Aber es sind auch andere Ideen zu dessen Finanzierung im Umlauf. Also, er möchte ein universelles Einkommen. Ein universelles Grundeinkommen. Ein universelles Grundeinkommen. Nun, diese Covid-Krise, die wir hatten, dabei wollen wir nicht über deren Realität oder Nicht-Realität spekulieren, sondern nur die wirtschaftlichen Folgen betrachten. Jetzt kommt eine interessante Unterhaltung. Erzähl doch etwas über diese Dame. Nun, sie heißt Catherine Austin Fitz. Sie ist eine Wirtschaftsexpertin, aber ihre Ansichten sind oft nicht so populär in den Mainstream-Medien. Ja. Deshalb neigt man dort dazu, sie etwas zu zensieren. Aber wie wir schon früher sagten, sollte man sich, falls es eine Verschwörung gibt, doch alle Seiten anhören, nicht wahr? Stimmt. Zumindest sollte man die Freiheit haben, sich alle Seiten betrachten zu können. Also hören wir uns Ihre Ansicht an. Wir beziehen keine Stellung, sondern hören einfach nur zu. Also, wir hatten ein globales Leitwährungssystem, den Dollar. Das muss entwickelt und geändert werden. Es herrscht derzeit große Unzufriedenheit mit dem System und die Zentralbanken versuchen, ein neues System einzuführen. Dazu versuchen sie, das Alte noch am Laufen zu halten und das Neue zu beschleunigen. Und das macht es zu einer sehr chaotischen Sache, da ein Großteil davon auch als Prototyp ausprobiert und getestet wurde und viele verschiedene Branchen betrifft. Ich beschreibe das neue System als das Ende der Währungen. Es wird keine neue Währung eingeführt, sondern im Grunde ein neues Transaktionssystem, das vollständig digital und somit das Ende aller Währungen sein wird, wie wir es erkennen. Was Sie hier machen wollen, betrifft letztlich alles Geld auf der Welt. Es ist gewaltig, kompliziert und chaotisch. Die Herausforderung für Sie besteht darin, ein System auf den Markt zu bringen, das kein Mensch möchte, wenn er es verstehen würde. Natürlich kann man das mit der Krise im Gesundheitswesen machen. Warum ist eine Krise im Gesundheitswesen dafür gut geeignet? Nun, wenn eine Handvoll Menschen viele kontrollieren wollen, stellt sich immer die Frage, wie man alle Schafe ins Schlachthaus hineintreiben kann, ohne dass sie es merken oder Widerstand leisten. Das perfekte Mittel sind unsichtbare Feinde. Wir hatten den Krieg gegen den Terrorismus, wie Sie wissen, mit unsichtbaren Terroristen. Und jetzt ist ein Virus perfekt dafür, weil man nicht beweisen kann, dass es nicht existiert, weil es unsichtbar ist. Also unsichtbare Feinde sind immer die erste Wahl, vor allem wenn sie Menschen Angst machen. Wenn man diese Angst dazu benutzen kann, den Menschen genug Angst einzujagen, sodass die Menschen die Regierung brauchen, um vor dem unsichtbaren Feind beschützt zu werden. Die zweite sehr effektive Taktik heißt Teile und Herrsche. In der Zwischenzeit kann man die Medien nutzen. Die Medien spielen eine wichtige Rolle. Wenn man Männer und Frauen gegeneinander aufhetzen kann, schwarz und weiß gegeneinander,
Einer der Gründe, warum man so viele Immigranten nach Europa hineinbringt, ist, dass man die Gesamtbevölkerung gegen die Immigranten aufbringt und in dem Durcheinander dann die Regierung benötigt. Also all das, ob die Taktik des Teilens oder die unsichtbaren Feinde, soll immer Angst erzeugen und Menschen dazu bringen, mitzumachen. Na, das unsichtbare Virus lässt die Anwendung unglaublicher Kontrollmechanismen zu. Man kann Menschen hindern, sich zu versammeln. Man kann verhindern, dass Menschen etwas organisieren, dass sie sich treffen und darüber sprechen, was passiert und so weiter. Wenn man dann noch die Kontaktverfolgung digitalisiert, kann man kontrollieren, wer mit wem spricht. Wenn man sie noch dazu bringen kann, ihre gesamte Arbeit und Ausbildung online zu erledigen, können sie buchstäblich allem, was sie sagen, zuhören. Man kann also ein außerordentliches Ausmaß an Überwachung schaffen. Alles theoretisch dazu da, um sie vor dem unsichtbaren Virus zu schützen. Es ist sehr schlau und wie man sieht, funktioniert es bei den meisten. Nicht bei allen, aber bei vielen. Nun, ich möchte die Fähigkeit der Führungsebene nicht unterschätzen, Pathogene hereinbringen, die Menschen töten können. Ich will auch nicht behaupten, dass Menschen nicht krank werden, aber im Grunde versucht man, Menschen dazu zu bringen, an eine Lösung zu glauben, bevor sie sehen, wohin das letztlich führen wird. Denn es handelt sich hier um ein Transaktionssystem, das nicht länger eine Währung, sondern ein Kontrollsystem ist. Es ist wie ein Kredit bei einem Geschäft. Wenn jede Zentralbank eine digitale Währung ausgibt, haben sie die Möglichkeit, ihnen den Geldhahn auf- oder zuzudrehen, falls sie sich nicht gut benehmen. War's das? Und natürlich wissen wir, dass sie das mit Transhumanismus verbinden wollen. Das bedeutet buchstäblich, dass ich Injektionen erhalte, die etwas, das einem Betriebssystem entspricht, in meinen Körper schaffen können. Damit bin ich dann buchstäblich physisch an dieses Finanzsystem gebunden. Noch eine Frage bitte. Was ist die tatsächliche Auswirkung der Lockdown-Maßnahmen? Im Grunde, nun, ich nannte den Patriot Act, ein Gesetz zur Konzentration der Kontrolle des Bargeldflusses. Hier ist ein ganz ähnlicher Prozess. Man versucht, die Kontrolle der Wirtschaft und der Politik dramatisch zu zentralisieren. Ein Beispiel. In der Stadtmitte gibt es 100 kleine Geschäfte. Diese werden als nicht systemrelevant bezeichnet und geschlossen. Auf einmal können Amazon, Walmart und die großen Kaufhäuser hereindrängen und den ganzen Marktanteil wegnehmen. Inzwischen müssen die Geschäftsleute in der Stadtmitte auch ihre Kreditkarten oder Hypotheken abbezahlen. Sie sind also in der Schuldenfalle. Verzweifelt suchen sie nach Geld, um wenigstens ihre Schulden und täglichen Ausgaben zu decken. Währenddessen führt die Zentralbank eine quantitative Lockerung ein, bei der Unternehmensanteile gekauft werden und die Leute, die sich den Marktanteil gesichert haben oder deren Banken, können im Grunde zu 0 oder 1% finanzieren, während der Geschäftsmann an der Hauptstraße ohne Einkommen zwischen 16 bis 17% für seine Kreditkarte zahlt. Im Grunde hat man sie jetzt in der Hand und kann ihnen ihren Marktanteil wegnehmen. Im Allgemeinen können diese Leute nicht mithalten, weil sie zu beschäftigt sind, Geld aufzutreiben, damit ihre Kinder etwas zu essen haben. Das ist interessant. Sie stellt Mutmaßungen an, die wahr sein können oder auch nicht. Darüber müssen wir jetzt nicht diskutieren. Aber sie sieht das Ergebnis. Ob das so geplant war oder nicht, steht hier nicht zur Debatte. Aber hier geht es darum, was herauskommt. Was kommt also dabei heraus, wenn man jetzt verschwörungstheoretisch denken würde? Wenn wir einmal ein wenig spekulieren dürfen. Wenn wir also sagen würden, dass alle Regierungen jetzt schon unter einer zentralen Kontrolle stehen und das Schiff einfach in eine bestimmte Richtung gesteuert wird, denn der Seelenfeind ist sicherlich in sich nicht zerteilt, oder? Nein. Also ist jede scheinbare Spaltung dazu gemacht, Menschen in eine bestimmte Richtung zu lenken, indem man hegelische Dialektik anwendet, nicht wahr? Stimmt. Was wäre, wenn es da ein System gäbe, das man gern zum Einsturz bringen und durch ein anderes System ersetzen möchte? Dann würde man doch hegelische Gegensätze schaffen, oder? Was, wenn man Menschen in eine bestimmte Richtung schieben möchte? Man errichtet beispielsweise ein System oder eine Staatsform der Parteien.
wobei man die Wirtschaft ankurbelt, indem man den Geldfluss zur Bevölkerung hin sehr billig macht. Dadurch kurbelt man die Wirtschaft an. Ja. Man senkt die Steuern, man senkt die Zinsraten, man bittet die Zentralbank, den Leitzins zu senken. Alles muss immer mehr gesenkt werden. Das Geld muss zu den Leuten kommen. Und dann schafft man eine Krise. Das ist natürlich jetzt reine Spekulation. Und dann benutzt man diese Krise genauso, wie sie es erklärt hat. Der kleine Mann kann seine Schulden nicht zahlen, weil er kein Einkommen hat. Und die Schuldzinsen steigen. Jeder hat jetzt ein Problem. Jeder verliert sein Grundeinkommen und seinen Besitz. Jetzt kann die Regierung einspringen. Wir hatten diese Krise. Leute, wir sind nicht daran schuld, dass es wirklich etwas passiert. Wir lösen das Problem, indem wir euch alle ein Grundeinkommen geben. Würden nicht alle erleichtert aufatmen? Und man wäre da, wo man hin wollte. Aber zuerst musste man den Geldfluss auf genau die richten, denen man den Boden unter den Füßen wegziehen wollte. Und dann wendet sich das Blatt. Und man kann einen großen Reset vornehmen. Ich sage nicht, dass sie das gemacht haben, aber es wäre doch möglich, oder? Stimmt. Sie sprach auch davon, dass man durch künstliche Intelligenz direkt mit dem System selbst verbunden ist. Ist das jetzt nur Verschwörungsgerede? Nun, die meisten Leute würden wahrscheinlich sofort Verschwörungstheorie rufen. Ja, hier gibt es einen Artikel in den deutschen Wirtschaftsnachrichten, den du übersetzt hast. Er war über Klaus Schwab, der sagte: Der Great Reset wird zur Verschmelzung unserer physischen, digitalen und biologischen Identität führen. Das ist doch unglaublich, oder? Ja. Das ist genau das, was sie sagte. Und das ist auch das, wovon die Leute immer sagten, das ist doch Verschwörungsgerede. Aber hier kommt es aus dem Munde des großen Mannes selbst. Der Gründer des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, hat kürzlich gesagt, dass die vierte industrielle Revolution im Rahmen des Great Reset zu einer Verschmelzung unserer physischen, digitalen und biologischen Identität führen werde. Dieser transhumanische Ansatz der Eliten wurde von der Öffentlichkeit bisher immer als Verschwörungstheorie abgetan. Und jetzt erleben wir, wie diese Dinge passieren. Kürzlich hatten wir ja das Thema Impfen oder nicht. Und einige Leute glauben tatsächlich, dass die Impfung zu diesem hier beitragen könne. Oder vielleicht ein zukünftiger Impfstoff. Vielleicht nicht der jetzige, aber es wird da draußen viel spekuliert. Aber man hat doch einen Grund, misstrauisch zu sein bei diesen Aussagen. Ja. Schwab befürwortet auch offen etwas, von dem die Medien immer noch behaupten, es sei nur ein Diskussionsfeld für Verschwörungstheoretiker, nämlich aktive, implantierbare Mikrochips, die die Hautbarriere unseres Körpers durchbrechen. Das Weltwirtschaftsforum führt auf seiner Webseite aus, wie vor wenigen Jahren Tausende von Schweden sich Mikrochips in ihre Körper implantiert haben. Das sind Dinge, die Realität sind. Wenn man in diese Mixtur dann noch die religiösen Vorstellungen hineinwirft, dass der Chip das Mahlzeichen des Tieres sei, was natürlich nicht stimmt, dann hat man ein sicheres Rezept, um nicht nur die Welt der Wirtschaft, sondern auch die Welt des Einzelnen, die Regierungen und die religiösen Systeme einzubeziehen und zu einem großen öffentlichen Aufschrei zu bringen. Tausende Schweden tauschen den Personalausweis gegen Mikrochips ein. Mehrere tausend Schweden ließen sich Mikrochips in ihren Körper implantieren, damit sie keine Schlüsselkarten, Ausweise oder sogar Fahrscheine für den Zug mehr mitnehmen brauchen. Letztes Jahr begann das staatliche Bahnunternehmen SJ, die Hände der Bahnfahrer mit biometrischen Chips zu scannen, um direkt im Zug den Fahrpreis abzubuchen. Es ist also Realität, was hier geschieht. Und der Teufel hat es geschafft, das mit einer Vorstellung zu verknüpfen, die nichts damit zu tun hat. Nein. Denn sein Hauptziel ist es, Gottes Gesetz abzuschaffen. Ja.
Er will ein legales System, das aber nicht mit dem Gesetz entspricht. Nicht wahr? Ja. Und dieses legale System gründet sich auf ein arglistiges Prinzip, auf einen Strohmann, der nicht existiert. Oder eine Strohkörperschaft, die wie eine Person behandelt wird, obwohl es eine Gesellschaft ist. Wir hatten letztes Mal darüber gesprochen. Wie hieß dieses Wort noch einmal? Eine Rechtsfiktion. Genau, eine Rechtsfiktion. Es gab einen sehr interessanten Vortrag eines deutschen Journalisten. Ich finde, er hat eine unglaublich gute Arbeit geleistet. Ich möchte nicht seinen ganzen Vortrag wiederholen, aber er liefert eine Menge Stoff zum Nachdenken. Es war sehr sorgfältig ausgearbeitet, sehr gut mit Quellen dokumentiert. Ihm haftet kein verschwörerischer Beigeschmack an. Es war einfach. Sachlich. Ja, eine Zusammenstellung von Tatsachen in der richtigen Reihenfolge. Genau. Ich denke, es wäre angebracht, dieses Thema unter diesem Blickwinkel zu betrachten. Einfach, um eine Vorstellung zu bekommen, ob es eine lange Zeit der Planung gab, um die aktuellen Gegebenheiten in Bewegung zu setzen. Er heißt Paul Schreier und er schrieb über Pandemie-Planspiele, Vorbereitung einer neuen Ära. Was hat er zu sagen? Du hast das für uns übersetzt. The preparation for a new era. So, what does he say? You have translated it here. Die Politik in der Corona-Krise kam nicht aus heiterem Himmel. Der Kampf gegen Viren begann schon in den 1990ern als Kampf gegen den Bioterror. Es gab also eine Reihe von Vorbereitungsschritten für das, was heute geschieht. Ja. Nachforschungen ergeben, dass seit damals und mehr als 20 Jahre lang Pandemieszenarien immer wieder in Planspielen durchexistiert wurden. Anfänglich in den USA, später auf internationaler Ebene, auch mit deutscher Beteiligung. Die Namen dieser Übungen erinnern an Hollywood-Produktionen. Das heißt, diese Leute inszenierten und spielten eine Pandemie durch. Ja. Aber nicht mit normalen Schauspielern. Sondern das waren hohe Regierungsbeamte, die wirklich mit diesen Dingen zu tun hatten. Genau, auch heute noch. Ja. Ganz unterschiedliche. Wie sie da als Vorbereitung durchspielten, hießen Dark Winter im Jahre 2001 als nächstes inszeniertes Szenario. 2003 Global Mercury. Enacted scenario 2003. 2005 dann Atlantic Storm. 2018 Clade X. Das war besonders interessant. Ja, allerdings. Das werden wir noch betrachten. Hochrangige Beamte und Regierungsvertreter sowie bekannte Journalisten waren beteiligt, zuletzt im Oktober 2019 bei Event 201. Es ist wichtig, dass das vor der Pandemie stattfand. Einschließlich einiger Vorstandsmitglieder großer globaler Unternehmen. Nachdem die Weltgesundheitsorganisation 2020 eine Coronavirus-Epidemie ausgerufen hatte, wurden viele der Maßnahmen, die jahrelang ausprobiert und besprochen worden waren, weltweit umgesetzt. Das ist eine geschichtliche Tatsache. In den 20 Jahre alten Vorlagen tauchten Textpassagen wie diese auf. Der Anblick bewaffneter Militärpräsenz in amerikanischen Städten ruft Proteste gegen die Beschneidung der Bürgerrechte hervor. Die Frage lautet, wie und in welchem Ausmaß wir diese Dinge durchsetzen. Wie viel Gewalt wenden wir an, um Menschen in ihrem Zuhause zu halten? Im Falle einer Pandemie können Grundrechte wie Versammlungsfreiheit und Bewegungsfreiheit nicht länger garantiert werden. Beschränkungen der Freiheit, aber auch Massenimpfungen waren ein regelmäßiger Bestandteil dieser simulierten Planspiele. Also, das wurde immer wieder durchgespielt. Aber nicht nur das, es gab auch bestimmte Gesetze, die eingebracht werden mussten. Ja. Und diese Gesetze waren oft im Widerspruch zu den in der Verfassung garantierten Grundrechten.
Eines sollten wir verstehen. Beim letzten Mal sprachen wir über die Bedeutung der Verfassung, die im Grunde durch Kriegsrecht außer Kraft gesetzt wurde. Denn im Grunde bewegen wir uns in einem legalen System. Aber keinem rechtmäßigen. Genau. Okay, so, wenn ich mich noch recht erinnere, heißt das, dass sie das mit Lincoln veranlasst haben, weil es keinen Kongress gab. Damals wurde alles unter Kriegsrecht durch Präsidentenverfügungen erledigt. Genau. Man hat also diesen Anschein von Regierung. Man kann Menschen nicht zu hastig von A nach B bewegen, wenn die Unterschiede zu groß sind, nicht wahr? Man muss also schrittweise vorangehen. Man muss also eine Krise schaffen, um eine Gesetzgebung einzubringen, die es einem ermöglicht, das zu tun, was man letztendlich tun muss. Im Grunde ging er durch die Geschichte und zeigte, wie im Laufe der Zeit schrittweise Gesetze verabschiedet wurden. Und wenn es einen Engpass gab, dann gab es eben eine Krise. Wenn es Widerstand gab, gab es eine Krise. Und danach gingen die Gesetze durch und wurden verabschiedet. Der Inhalt dieser Planspiele war seit 1990 der Kampf gegen den Terror als politische Maßnahme. Von 1999 bis 2005 simulierte Bioterror-Szenarien. Dann gab es die Operation Lockstep, also Gleichschritt. Das heißt, dass alle Länder der Welt übereinstimmend auf eine Vorgehensweise eingeschworen wurden. Man bezog die für Pandemie oder entsprechende Gesundheitsfragen offiziell zuständigen Leute der verschiedenen Länder dabei ein. Sie kamen alle zusammen und nahmen alle an dieser Übung teil. Das war schon seit langem geplant. Dann ging es zum Trump und die Pandemieübung seit 2017 und das Beben am Börsenmarkt im September 2019. Also ist auch die Wirtschaft mit einbezogen. Wenn wir uns die verschiedenen Zeitpunkte betrachten, die dieser Mann in seinem Vortrag erwähnte, sprach er über verschiedene Ereignisse. 1990 hatten wir den Fall des Kommunismus. Jetzt gab es keinen Feind mehr. Ja. Das ist ein Problem. Wie hält man ein Militärwesen aufrecht? Ja, wie rechtfertigt man das? Genau, wie rechtfertigt man es? Colin Powell, der damals der Ranghöchste im Militär war, sagte, mir gehen die Dämonen aus. Mir fehlen die Schurken. Mir bleiben nur noch Fidel Castro und Kim Il-sung. Wobei es sich auf die Staatschefs von Kuba und Nordkorea bezog. Powells Kommentar lässt vermuten, dass der Golfkrieg für einige Pentagon-Strategen während der vergangenen 3 Jahre das gewichtige Problem nicht gelöst hatte. Wie rechtfertigt man in einer Zeit nach dem Kalten Krieg eine große Armee und einen Militärretat von fast 300 Milliarden US-Dollar? Warum braucht man denn noch eine große Armee? Wen würde man denn noch kontrollieren müssen, wenn es keinen offensichtlichen Feind mehr gibt? Also brauchen wir Feinde. Im Februar 1993 gibt es einen terroristischen Anschlag auf das World Trade Center. Jetzt hat man einen unsichtbaren Feind. Einen Terroristen. Im Juli 1994 veröffentlichte Clinton seine nationale Sicherheitsstrategie Engagement und Enlargement. Im März 1995 brachte Joseph Biden, der jetzige Präsident der Vereinigten Staaten, als Vorsitzender des Justizausschusses einen Gesetzesentwurf ein, um der Regierung und dem Präsidenten im Falle eines Terrorangriffs mehr Vollmachten zu geben. Der Entwurf wurde massiv zurückgewiesen. Und so gab es im April 1995 einen terroristischen Angriff in Oklahoma City. Ein entscheidender Moment beim Thema Terrorismus. 1997 schrieben nicht Journalisten, sondern Politiker einen Artikel in der Los Angeles Times, nämlich James Woolsey, der Leiter der CIA, und Joseph S. Nye, der stellvertretende Verteidigungsminister. Verteidigungen gegen den Schattenfeind, die Zerstörung eines Gebäudes der Bundesbehörde in Oklahoma City und der Bombenanschlag auf das World Trade Center in New York schockierten die Amerikaner. Aber diese Tragödie wäre noch viel schlimmer gewesen, wenn atomare, biologische oder chemische Kampfstoffe verwendet worden wären.
Man schafft also Szenarien. Und jedes Mal, wenn etwas passiert, werden neue Gesetze verabschiedet. Alles ist schon bereit. Das kann natürlich alles reiner Zufall sein, dass es sich so ereignet hat. Aber es könnte doch auch sein, dass es vielleicht geplant war. Wir nehmen keine Stellung dazu, oder? Nein, wir listen hier einfach Fakten auf. Genau. Einfach eine Liste von Fakten. 1997 warnt der Verteidigungsminister William Cohen bei einer Pressekonferenz vor einer zukünftigen biologisch-chemischen Kriegsführung und demonstriert einen Angriff mit Anthrax im Frühstücksfernsehen. Da hielt er ein Zuckertütchen hoch und erklärte, diese Menge wird so und so viele Menschen töten. Halb Washington oder so. Ja. Also spielt Angst eine sehr große Rolle. Es ist vielleicht auch wichtig, sich zu erinnern, dass auch Frau Austin Fitz Angst erwähnte. Ja. Es passt zu dem, was sie sagte. Ganz genau. 1998 steuert der Leiter des Homeland-Bioverteidigungsprogramms Robert Cadillac in einem internen Strategiepapier des Pentagon namens Schlachtfeld der Zukunft Fragen der Kriegsführung im 21. Jahrhundert, das Kapitel 9 bei Kriegsführung mit Krankheitserregern im 21. Jahrhundert. Also gibt es jetzt einen unsichtbaren Feind? Jetzt geht das auch zu Kampfführung mit Krankheitserregern und zur Gesundheit über. 1998 wird an der Johns Hopkins Universität das Zentrum für zivile Bioverteidigung gegründet, das heute Center for Health Security heißt und von der Sloan Foundation gegründet wurde. Es ist spannend, dass alle diese Stiftungen unglaublich reich sind. Es ist doch auch spannend, dass das 1998 war und wir heute, 2021, diese Namen immer noch hören. Ab 1999 bis 2005 begannen sie mit simulierten Bioterror-Planspielen. 1999 beginnt ein simuliertes Planspiel. Das erste nationale Symposium zur medizinischen und öffentlichen Antwort im Gesundheitswesen auf Bioterrorismus, gesponsert vom Johns Hopkins Center for Civilian Biodefense Studies. Zum ersten Mal ist das Ministerium für Gesundheit und Soziale Dienste Teil des nationalen Sicherheitsapparates der Vereinigten Staaten. Jetzt fängt man an, all diese Gruppen zu koordinieren. 1999 hatten sie das Bacchus-Projekt. Interessante Namen wurden dafür gewählt. Es fand in Nevada statt. Eine verdeckte Ermittlung der Defense Threat Reduction Agency des US-Verteidigungsministeriums, um herauszufinden, ob es möglich ist, eine Fabrik zur Produktion von Biowaffen aus handelsüblichem Zubehör aufzubauen. Denn die Leute sagten, man brauchte ein Speziallabor, um einige dieser Giftstoffe herzustellen, wie beispielsweise Anthrax. Ja. Also bauten sie ein Labor aus Dingen, die man frei verkäuflich erwerben kann. Nun, man kann das von zwei Seiten aus betrachten. Man sollte noch erwähnen, dass sie das heimlich bauten. Oder irre ich mich? Doch, genau. Das geschah heimlich. Aber nachdem man nach einigen Anläufen gezeigt hatte, dass es möglich ist, kann man jetzt natürlich auch sagen, das waren Bioterroristen, die das Material dazu ganz regulär kaufen konnten. Im Jahr 2000 gab es ein zweites Symposium. Szenario im Kampf gegen eine Epidemie. Entscheidungen treffen in der Zeit von Seuchen. Jetzt ändert es sich etwas. Es geht nicht mehr nur um biologische Kriegsführung wie Anthrax, sondern auch um Krankheiten. Wie Seuchen. Im Jahre 2001 werden George W. Bush und Dick Cheney zum Präsidenten und Vizepräsidenten gewählt. Das ist schon lange Zeit her, dass diese Planungen angefangen haben. 2001 hatten sie dann eine groß angelegte dritte Bioterrorübung, die Dark Winter hieß. Ich fand es faszinierend, dass die gegenwärtigen Akteure wieder diesen Begriff Dark Winter für Covid benutzten. Ja, es wird ein sehr dunkler Winter werden, sagte er. Ja, ein sehr dunkler Winter, das kann natürlich einfach Zufall sein.
Das war ein Pockenszenario, gesponsert von der Alfred P. Sloan Foundation und der Robert Wood Johnson Foundation. Sie fand, anders als die vorherigen zwei, nicht mehr in Konferenzräumen, sondern auf dem Andrews Luftwaffenstützpunkt statt. Jetzt bewegen wir uns Richtung Militär und beziehen es auch ein. Doch das Militär hatte ja auf Militärgelände schon Labore errichtet. Im September 2001 haben wir den Angriff auf die Twin Towers. Im Oktober 2001 erhalten Tom Daschle und Patrick Leahy, die sich gegen den Patriot Act einsetzten, Drohbriefe mit weißem Pulver. Sie gaben ihren Widerstand auf und das Gesetz wurde verabschiedet. Jetzt sind diese Gesetze in Kraft getreten, die dem Präsidenten besondere Vollmachten geben. 2001 wurde die Initiative zum Schutz der Weltgesundheit gegründet. Dafür benutzte man die Anthrax-Briefe als Rechtfertigung. 2002 starteten die Gesundheitsminister Initiativen, um den Gesundheitsschutz weltweit zu verbessern. Jetzt wird nicht nur die biologische Kriegsführung, sondern auch für eine Grippepandemie geübt. Jetzt werden natürliche Krankheiten mit einbezogen. Beginn der Übung auf internationaler Ebene. Das war schon 2002. Ja, vorher war es nur Amerika gewesen. Ja. Jetzt ist es global. Es ist interessant, dass Amerika immer die Führungsrolle übernimmt. 2003 dann die Operation Global Mercury. Das war eine Stabsrahmenübung. Daran nahmen die Länder der GHSAG, die Weltweit Gesundheitsorganisation und die Europäische Kommission teil. Sie wurde über 56 Stunden vom 8. bis 10. September 2003 durchgeführt. Das Ziel der Übung war die Bewertung der Kommunikationsprotokolle zwischen und innerhalb der Mitglieder während des Ausbruchs einer ansteckenden Krankheit. Jetzt wird es international koordiniert. Wie geht man mit den Medien um? Derlei Fragen spielen mit hinein und das schon 2003. Ja. 2005 gibt es dann Operation Atlantic Storm. Madeleine Albright spielt die US-Präsidentin. Ich fand immer interessant, dass sie den Phönix, der sich aus der Asche erhebt, als Brosche trug. Okay. Es geht nicht um die Pocken an sich, sondern die Übung ist mehr darauf ausgerichtet, die zahllosen, komplizierten, globalen Herausforderungen herauszustellen, die im Falle einer epidemischen, ansteckenden Krankheit im großen Maß auftauchen. Sei es durch einen Angriff von Bioterroristen oder durch einen natürlichen Krankheitsausbruch. Es gab also all diese Szenarien. Diese Leute kamen zusammen und spielten das durch. Es gab sogar Fernsehzuschaltungen und anwesende Presse. Sie übten auch, wie Informationen an die Medien weitergegeben werden und wie man gegensätzliche Informationen völlig ausschaltet. Das ist spannend. Ja, eignet sich etwas Derartiges heute auch? Genau das Gleiche. Ist es nicht dasselbe? Wer etwas anders sagt, wird zensiert. Ja. Das könnte alles reiner Zufall sein. Das wäre möglich. Aber da kommt man doch ins Grübeln, oder? Ja. In all diesen Übungen ging es nicht nur um eine Gesundheitskrise, die zwar im Vordergrund stand, sondern auch um die Abschaffung von Grundrechten. Sie übten das. Es ging um Massenimpfungen und autoritäre Politik ohne die Parlamente. 2008 gab es dann die Wirtschaftskrise. Die Wirtschaft wird dabei eine große Rolle spielen. Denn beim globalen Reset geht es um einen Umbau der Wirtschaft. Wenn man die Wirtschaft neu konzipieren will, muss man vorher das alte System zerstören. In den Vereinigten Staaten von Amerika und vielen anderen protestantischen Ländern liegt der Wohlstand in den Händen des Volkes. Will man den Reset der Wirtschaft, muss man den Wohlstand ins System schieben. Ja. Ist das nicht so? Doch. Schauen wir also, wohin das führt. Man hat also 2007 und 2008 diese massive Krise. Weißt du was, Martin? Während dieser Krise fand eine Verlagerung von Eigentum hin
zu Partnerschaft statt. Die Banken und die Regierungen gingen Partnerschaften ein. Für einen Bailout der Gemeinschaft. Das ist im Grunde die Definition des Faschismus. Der lautet, den Jesuiten das bevorzugte Regierungsmodell des römisch-katholischen Systems ist. Das ist eine Regierungsform, in der die Industrie und die Regierung eine Partnerschaft eingehen, um der Allgemeinheit willen, um einen völligen Zusammenbruch zu verhindern. Es sieht nach einer guten Sache aus, aber es gibt kein echtes Privatunternehmen mehr, sondern privat kombiniert mit der Regierung. Verknüpft man das damit, wem die Krone gehört, dann weiß man, wer über allem das Zepter schwingt. Genau. 2009 hat man dann eine Schweinegrippe-Epidemie, die über die Welt hinwegfegt. Aber dabei wird nicht alles dicht gemacht. Es kommt sehr gelegen, dass jetzt all diese natürlichen Epidemien die Welt treffen, um die Welt geistig auf die Große vorzubereiten, die wahrscheinlich kommt. Und die Große kann immer eine noch größere werden, nicht wahr? Ja, erinnern wir uns, wie die Weltgesundheitsorganisation sagte, das muss nicht notwendigerweise nicht die ganz Große sein. Genau. 2010 gab es Szenarien für die zukünftige technologische und internationale Entwicklung von der Rockefeller Foundation. 4 Szenarien, eines davon war das Lockstep-Szenario, bei dem alle Länder zusammenkamen und die gleiche Herangehensweise hatten. Eine Welt der strafferen staatlichen Kontrolle von oben nach unten und stärkeren autoritären Führungen mit begrenzten Eigeninitiativen und wachsendem Widerstand der Bürger. Das sind Zitate aus ihren Dokumenten, nicht wahr? Während der Pandemie ließen die Regierungen weltweit ihre Macht spielen und setzten wasserdichte Vorschriften und Einschränkungen um. Vom vorgeschriebenen Tragen einer Gesichtsmaske bis zur Kontrolle der Körpertemperatur bei Betreten öffentlicher Orte wie Bahnhöfe und Supermärkte. Das wurde 2010 geprobt. Wurde das seitdem umgesetzt? Is this being implemented? Zu 100%. Ja, 100%. Sogar nachdem die Pandemie abklang, blieben diese autoritären Kontrolle und Überwachung der Bürger und ihre Aktivitäten und verstärkten sich sogar noch. Also, das war nur die Übung. Das war nicht die Realität. Nein. Aber die Realität kam mit Covid-19. Es ist erstaunlich, wenn man sieht, dass sie erst letztens Fauci fragten, warum man immer noch eine Maske tragen muss, wenn man geimpft ist. Und darauf gibt es dann ein paar langatmige Antworten. Doch das zeigt nur die Umsetzung. Es wird noch schlimmer. Genau, es zeigt sich, was die Übung sagte. Die Umsetzung bestimmter Regeln und Sachen, das wird nicht mehr verschwinden. Sogar falls das Zeug abklingt. Ganz genau. Dann haben wir die Präsidentschaft von Trump. Und jeder sagte, ach, ein frischer Wind. Oder genau das Gegenteil. Das ist das Schlimmste, was der Menschheit passieren konnte, nicht wahr? Ja, so war es. Und er sagte, er ist gegen das Establishment und er will diese weltweite Verflechtung nicht. Man muss das eigene Land an erster Stelle setzen. Und das Geld muss zu den Leuten fließen. In der Zwischenzeit bringt er Leute an den Gerichtshof. Er ernennt Richter, die übrigens alle Richter der Kooperation sind. Sie fallen alle unter dieses Kontrollsystem der Strohmänner. Ja, die Rechtsfiktion. Fiktive Charaktere. Also die Richter sind Rechtsfiktionen. Und er ernennt all diese hochrangigen katholischen Personen. Das System wird also für eine päpstliche Agenda aufgebaut und mit hegelischer Dialektik, also jetzt spekuliere ich einfach, einige werden sagen, das ist extrem verschwörungstheoretisch angehaucht. Ich füge einfach noch ein bisschen was zu dieser Geschichte hinzu. Doch es passt perfekt. Dann lässt man einen Feind namens Covid den Mensch den Teppich unter den Füßen wegziehen und sofort wird die Wirtschaft, die in den Händen der Menschen war, von ihnen weggenommen.
Die Liegenschaften bleiben, aber die Leute sind mittellos. 2017 gab es die Münchner Sicherheitskonferenz. John McCain sagte, ich weigere mich, den Niedergang unserer Weltordnung hinzunehmen. Also Trump und McCain liegen im Streit miteinander. Bill Gates sagte, wir müssen uns so auf eine Pandemie vorbereiten, wie das Militär sich auf den Krieg. Wir wissen vielleicht nicht, ob es eine menschengemachte Waffe ist oder der Natur entstammt. Aber wir können uns einer Sache fast sicher sein. Zu unseren Lebenszeiten wird eine hochgradig tödliche Pandemie auftreten. Als ob sie sich dafür vorbereiten würden, nicht wahr? Nun, all diese Übungen sind schwer vorzubereiten. Ja, und ob es natürlich oder menschlich gemacht ist, wird ja sogar bei Covid noch diskutiert. Sofort danach beginnen die Übungen 2017 wieder. Im Mai 2017 trafen sich die G20-Gesundheitsminister zum allerersten Mal in Berlin. Sie spielten ein Pandemieszenario mit einem MERS genannten Virus aus dem Bergland durch, das die Atemwege befällt. Also alle G20-Gesundheitsminister der führenden Wirtschaftsnationen der Welt treffen sich, um das zu üben. Ist das eine Vorbereitung? Im August 2017 wird ein internationales beratendes Gremium zur globalen Gesundheit gegründet. Jeremy Farrar des Wellcome Trust und Christopher Elias der Gates Foundation sind auch Mitglieder. Das sind die reichsten Gesellschaften der Welt. Wir sprechen da von Billionen Dollar. Im Mai 2018 gibt es Clade X. Das Szenario der Übung, eine hochrangige, elitäre Sekte entwickelt ein Virus, um die Weltbevölkerung zu dezimieren. Das ist ein Szenario, das für Verschwörungstheoretiker wie geschaffen ist. Sie wollten das Bill Gates anhängen und so weiter. Wir sind an allem gar nicht interessiert. Wir wollen uns nur den Verlauf ansehen. Ja, stimmt. Wenn ich mich richtig erinnere, nahm auch Thomas Daschle daran teil, einer derjenigen, die diese Anthrax-Briefe erhalten hatte. Sehr richtig. Diese Leute sind alles hochrangige Regierungsbeamte, waren darin eingebunden. Am 17. September 2019 gab es einen Kurzschluss im Finanzsystem, was keiner so wirklich mitbekommen hatte. Das hatte auch nichts mit dem Coronavirus zu tun, denn der wirkte sich erst im Januar 2020 aus. Also 2019 gab es beinahe einen völligen Zusammenbruch des Marktes. Darüber wurde Stillschweigen bewahrt. Wir sehen uns das gleich an. 2019 fand Event 201 statt. Das Johns Hopkins Center for Health Security veranstaltete zusammen mit dem Weltwirtschaftsforum und der Bill and Melinda Gates Foundation als Partnern Event 201 eine hochrangige Übung mit einer Coronavirus-Pandemie. Das ist auch vor der Pandemie. Ein Blick auf die Teilnehmer. Christopher Elias von der Gates Foundation, George F. Gao, Generaldirektor des chinesischen Center for Disease Control und all diese wichtigen Leute. Also die höchste Ebene der Gesellschaft, was Politik und Wirtschaft angelangt, machte mit. Sie waren dabei. Es war wie ein letzter Probedurchlauf. Als sie das Clade X-Szenario durchspielten, gab es einen Trailer dafür. Das war ein offizieller Trailer, der zeigte, worum es bei den Übungen ging. Es wäre interessant, sich den anzusehen, nicht wahr? Schauen wir es uns an. Weiter mit unserer Berichterstattung über eine neue tödliche Infektionskrankheit. Das Virus hat genetische Elemente des Nipah-Virus. Es ist außerordentlich aufwendig, diese Patienten zu versorgen. Wir werden und können die Patienten nicht freiwillig aus ihren Krankenhäusern nehmen. Die Herstellung und absichtliche Freisetzung des Clade X-Virus.
Nicht handeln hat viele folgenreiche Auswirkungen. Wir können uns nicht vom Rest der Welt zurückziehen. Die Aufrechterhaltung der Regierung ist dringend erforderlich. Es gab noch nie eine bundesweite Quarantäne dieses Ausmaßes. Überall hört man die Frage, wann wird es einen Impfstoff geben? Wir müssen den Privatsektor mit einbeziehen. Sie wissen, dass wir noch keine Impfung haben. Sie wollen, dass der Impfstoff priorisiert wird. Ich will diese Leute nicht zurückziehen müssen. Wir müssen vor Ort sein. Wir müssen den Schutz unserer Hilfskräfte sicherstellen. Da bricht etwas zusammen. Ich werde diese Leute brauchen. Ich habe dieses Gefühl auch bei vielen anderen Orten. 40 Länder melden Ausbrüche und in vielen weiteren werden Fälle vermutet. Regieren bedeutet oft, Dinge zu tun, die unbeliebt sind. Diese Sache hat das Zeug dazu, für jeden Nummer 11 auf Liste der 10 wichtigsten Dinge zu werden. Wir wurden von dieser Krise unglaublich geschwächt. Wie die Welt aussehen wird, wenn das hinter uns liegt, ist noch sehr ungewiss. Martin, wie hört sich das an? Wie 2020. Es hört sich wie ein Drehbuch für das an, was passierte. Sie sagten, es ist ungewiss, wie die Welt aussehen wird. Ich denke, sie wissen genau, wie die Welt aussehen wird. Denn wie wir wissen, steckt hinter all dem ein Superhirn. In Teil 1 haben wir gezeigt, dass er brillant und sehr koordiniert ist. Zudem hat er einen Stellvertreter in dieser Welt, dem er seine Kraft, seinen Thron und seine große Vollmacht gibt. Und er weiß genau, wohin das führen wird. Es mag durcheinander aussehen, aber wie sagte einer, es wird fabelhaft, wenn ich mich richtig erinnere. Stimmt. Werden dir deine Bürgerrechte weggenommen werden? Wirst du dazu gezwungen werden, ein moralisches Diktat des ersten Tier annehmen zu müssen? Ja. Wird dir dein wirtschaftliches Mitspracherecht entzogen werden, sodass du nicht mehr kaufen und verkaufen kannst? Genau. All das steht in der Bibel. Ja. Führt das hier zu etwas, das die Möglichkeit dazu schaffen könnte? Ich denke ja. Hier ist noch ein Artikel aus den deutschen Wirtschaftsnachrichten. Vor Corona. EU erarbeitet Aktionsplan zur umfassenden Impfung der Bevölkerung. Die EU-Kommission hatte 2 Jahre vor der Corona-Pandemie eine Roadmap zur Impfung für die öffentliche Gesundheit ausarbeitet. Ist das also plötzlich über die Welt hereingebrochen oder hatte das einen langen Vorlauf? Das stand schon lange. Warum? Warum jetzt? Lass uns jetzt einmal diese Krise von 2019 betrachten. Das war schon alles Teil des Vortrages des Journalisten. Wir haben nur noch ein paar Bilder und Dokumente dazugefügt, nur um herauszufinden, ob wir den Sinn des Ganzen verstehen können. Nun, er zeigte eine Grafik zur Bilanzsumme der Federal Reserve. Andere Banken sind auch involviert, aber das ist besonders interessant. Es zeigt hier den Verlauf der Bilanzsumme. Diesen Graphen muss man andersherum ansehen. Je höher er steigt, umso schlechter wird es. Je mehr es ansteigt, umso schlimmer wird es. 2008 und 2009, als dieser große Zusammenbruch war, gab es diesen Ausschlag und die Banken brauchten den Bailout. Die Fed musste die Banken herauskaufen. Das heißt, dass die Papiere und Anleihen, die sie dafür bekamen, die Bilanzsumme erhöhte. Das war ein großer Anstieg. Und er verursachte fast einen Zusammenbruch. Sie wollten es wieder zurückfahren. Nach dem Bailout ging es kurz zurück, doch es ging immer nach oben. Kontinuierlich. Es stieg immer weiter an. Das heißt, es wurde viel Geld hineingepumpt und die Schulden nahmen um Billionen Dollar zu. Und natürlich stiegen auch die Anleihen der Fed weiter an. Und das sehen wir auch heute.
Es sieht nach einem positiven Trend aus, aber es sind schlechte Nachrichten. Sehr schlechte Nachrichten. Dann hatten sie für lange Zeit dieses sogenannte Plateau. Sie wollten aus dieser Blase die Luft herauslassen, um es auf ein überschaubares Niveau zu reduzieren. Nach 2008 begannen sie, die Luft aus der Blase herauszulassen. Doch 2009 ging etwas gründlich schief und es gab diesen massiven Anstieg. Und sie hoben die Repo-Rate von 2% auf 10% an. Und irgendwie haben sie es geschafft, dass die Öffentlichkeit nichts mitbekam. Das ist unglaublich. Wenn man jetzt zurückgeht und sich die Geschichte der Bilanzsumme der Fed betrachtet, könnten wir das in Relation setzen. Hier haben wir einen geschichtlichen Überblick über die Bilanzsumme der Federal Reserve. Wir sehen diesen massiven Anstieg, der direkt zur großen Depression geführt hatte. Dann nahmen sie wieder ab. Zur Ende des Zweiten Weltkriegs gab es einen weiteren Anstieg. Und da nahmen sie wieder weiter ab. Die Kurve ging nach unten. Doch 2008 gab es diesen Anstieg. Ja. Das nächste Bild bietet uns mehr Informationen. Ja. Es zeigt den Crash von 2008 im Vergleich zur großen Depression. Ja, hier ist die große Depression, das damalige Niveau. Und das ist das Niveau im Szenario von 2008. Die Kurve steigt weiter an. Das Plateau, die Blase, dann der Versuch, Luft aus der Blase abzulassen. Und 2019 gab es eine weitere Spritze. Wenn wir den jetzigen Stand mit dem Niveau der großen Depression vergleichen oder mit 2008, so waren diese nichts im Vergleich zum jetzigen Stand. Im Grunde zeigt uns diese Grafik, dass die Wirtschaft in der Welt am Ende ist. Die Länder sind bankrott. Das kann man nicht mehr aufbauen. Es muss eine große Depression kommen. Wie schafft man eine Wiederherstellung? Wie wäre es mit einem großen Reset? Ja, einem großen Reset. Wäre das ein gangbarer Weg, um alles wieder auf Start zu setzen? Also, im großen Reset wird es nach den Aussagen des Weltwirtschaftsforums keinen Privatbesitz mehr geben. Das wird weggenommen werden. Dir wird nichts gehören und du wirst glücklich sein. Genau. Dir wird nichts gehören und du wirst glücklich sein. Also wird das päpstliche System eingeführt werden. Hier haben wir die Bilanzsumme der Federal Reserve als Prozentsatz des Bruttoinlandsproduktes. Wieder sehen wir den Ersten Weltkrieg, die große Depression, den Zweiten Weltkrieg und hier sehen wir, wo wir jetzt stehen. Die Welt ist bereit für einen großen Reset, für ein neues Wirtschaftsprogramm. Es betraf nicht nur die Fed, wie wir hier sehen können, bei der das so lief. Auch die anderen Banken, wie die Bank of Japan, ihnen ging es ähnlich. Das ist ein weltweites Phänomen. Das Phänomen ist nicht nur auf die USA beschränkt. Hier ist ein weiterer Artikel, der besagt, Goldstandard und digitale Dollar. Der Great Reset wird ein neues Geldsystem schaffen. Das Geldsystem hängt vom Wert des Dollars ab. Und der Wert des Dollars hängt von einem Strohmann ab. Ist es nicht so? Die Welt bereitet sich auf einen neuen Bretton Woods-Moment vor. Am Ende des derzeit stattfindenden Great Reset wird die Schaffung eines neuen Geldsystems stehen. Doch die entscheidende Frage ist, ist es möglich, einen goldgedeckten digitalen Dollar als Ankerwährung zu etablieren? Ist die Pandemiekrise ein Wendepunkt für die internationale Wirtschaftspolitik? Sind die alten Bretton Woods-Institutionen bereit, einen neuen Ansatz zu finden? Die US-Notenbank hat bereits mit ihrem neuen durchschnittlichen Inflationsziel begonnen, während andere Zentralbanken ihre Inflationsziele systematisch unterschritten haben. Die Zentralbanken haben die Zinssätze auf Null gesenkt, die Bilanzen um mehr als 7,5 Billionen US-Dollar erweitert. Enorm, oder? Allerdings.
Diese finanzielle Unterstützung muss bestehen bleiben, zumindest bis die Impfung eine kritische Masse erreicht. Jetzt spielt die Pandemie eine Rolle. Eine verspätete Finanzkrise könnte als Rache zurückkehren. In der Zwischenzeit häufen sich die Schulden auf Rekordniveau und es gibt keine Pläne, wie die Welt dafür bezahlen soll. Ein großer Reset würde alles auf Null stellen und keinem gehört irgendwas. Und jeder bekommt ein Grundeinkommen. Danach ruft der Papst doch. Genau. Das, wovon der Geist der Weissagung sagte, dass das größte Desaster wäre, was über die Menschheit hereinbrechen könnte. Eines der Mittel, um eine Zeit der Trübsal zu schaffen, wie sie noch nie zuvor gewesen ist. Hier haben wir den Business Insider. Der Papstbesuch in den USA könnte ein unheilvolles Zeichen für den Börsenmarkt sein. Das klingt doch interessant. Das war 2015. Es ist einfach interessant, das mit den derzeitigen wirtschaftlichen Ereignissen zu vergleichen. Sie hatten eine Grafik, die zeigte, dass es bei jedem Papstbesuch einen Rückgang des Aktienmarktes gegeben hatte. Hier haben wir den Besuch von Johannes Paul und dann den Rückgang. Dann Benedikts Besuch und wieder ein Rückgang. Dann kam Franziskus und wieder ein Rückgang. Irgendwie interessante Zusammenhänge. Jetzt werden wir über inklusiven Kapitalismus mit dem Vatikan sprechen. Die Kaufleute der Erde werden weinen und trauern, wenn Babylon fällt, nicht wahr? Denn sie sind in diesem Spiel tief verstrickt. Und den Kaufleuten der Welt, diesen großen Firmen, wird im Grunde alles gehören. Aber in Wirklichkeit gehört ihnen nichts, weil alles der Krone gehört. Und die Krone gehört wiederum Rom. Rom hat also wieder die Stellung erreicht, die sie vor der Wunde hatten. Nochmal, es ist der Papst von Rom, der entscheidet, wer was bekommt. Und wenn man nicht auf der Linie mit seinem Programm ist, dann wirst du nicht kaufen und verkaufen können. Und man muss mit seiner Moralität übereinstimmen. Genau. Es beginnt zuerst, wenn man sich den ganzen Ablauf ansieht, wie du schon sagtest, mit diesen Zwischenschritten, stufenweise. Ja, schrittweise. Jedes Mal wird etwas mehr eingeführt und wieder etwas mehr. Immer weiter. Wohin das am Ende führen wird, sagt uns die Bibel. Ja, das sagt uns die Bibel. Hier haben wir die Koalition für inklusiven Kapitalismus. Und wir haben ein Video, das uns genau zeigt, was sie vorhaben. Wir brauchen dringend ein Wirtschaftssystem, das gerecht, vertrauenswürdig und den immensen Herausforderungen gewachsen ist, mit denen die Menschheit und unser Planet konfrontiert sind. Wir antworten auf die Forderung von Papst Franziskus, eine inklusivere Wirtschaft zu schaffen, die die Segnungen des Kapitalismus gleichmäßiger verteilt und das dem Einzelnen erlaubt, sein volles Potenzial zu erkennen. Zu viel Wohlstand hat sich bei zu wenig Menschen angesammelt. Was bringt es, Geld zu verdienen, wenn man nicht bereit ist, es zu teilen? Wenn die Menschen, die halfen, diesen Wohlstand für sie zu erwirtschaften, nicht in Würde leben können? Es ist inklusiver Kapitalismus. Uns muss klar sein, dass wir alle dabei brauchen und es Korrekturen geben wird, um vom jetzigen Ausgangspunkt an unser Wunschziel gelangen zu können. Wir brauchen unbedingt den Erfindergeist, das Kapital, die Technologie und die Menschen des Privatsektors, einfach alles, deren Leidenschaft auch zur Party zu kommen. Wir wollen auf nachhaltige Weise handeln, wenn nämlich Zentren über Generationen und nicht über Quartale ausgerichtet sind und die Hauptakteure eine langfristige Perspektive einnehmen. Wir richten unsere Innovation nach den nachhaltigen Entwicklungszielen der UNO aus. Die Prioritäten des inklusiven Kapitalismus sind sowohl beim Geschäft als auch bei der Nachhaltigkeit unerlässlich. Wir sind Verwalter unseres Planeten. Es ist unsere Aufgabe, ihn für zukünftige Generationen sauber und menschenwürdig zu erhalten. Die Tatsache, dass die Religionen in allen Dingen zusammenkommen müssen, ist ein dringendes Erfordernis in unserer Welt. Der Glaube darf nicht dazu gebraucht werden, uns auseinanderzureißen. Er ist dazu gedacht, uns zusammenzubringen. Dass ich ein Sikh bin und jemand anderes eine andere Religion hat, spielt für mich keine Rolle.
In unserer Welt geht es tatsächlich um soziale Gerechtigkeit, die im Evangelium verankert ist. Diese Idee, dass jeder Mensch es verdient, in einer gerechten Gesellschaft zu leben. Wir brauchen ein neues System, das sich auf das Wohlergehen der Menschen fokussiert. Es ist eine große Herausforderung, aber wenn es richtig gemacht wird, werden die Vorzüge immens sein. Wir glauben, dass wir mehr als 1000 Organisationen an Bord bekommen. Nur mit dieser sehr zielgerichteten kollektiven Aktion werden wir die systemischen Veränderungen der Märkte sehen, die den Kapitalismus wirklich inklusiv macht. Wir laden alle Unternehmen, ob groß oder klein, und auch Einzelpersonen ein, Verwalter eines inklusiven Kapitalismus zu sein. Indem Sie auf unsere Webseite gehen, unseren Prinzipien zustimmen und sich selbst dem inklusiven Kapitalismus verpflichten. Bitte schließen Sie sich uns an. Danke. Martin, klingt das nicht einfach wunderbar? Ja. Das sind die Superreichen. Sie repräsentieren Billionen von Dollar. Sehen wir doch mal nach, wie viele. Big Business bekommt Flügel, weil Chefs großer US-Unternehmen mit Papst Franziskus zusammenarbeitet. Der Kapitalismus traf den Katholizismus am Dienstag, als einige der weltgrößten Unternehmen Chefs eine neue Partnerschaft mit Papst Franziskus bekannt gaben. Die Allianz, die als der Rat für den inklusiven Kapitalismus mit dem Vatikan bekannt ist, zielt darauf ab, ein inklusiveres, gerechteres und nachhaltigeres Wirtschaftssystem zu schaffen, indem sie sich zu nachhaltigen Entwicklungszielen verpflichten, speziell in Bereichen wie Klimaaktivismus, Frieden und Gerechtigkeit, gute Bildung und Gendergleichheit. Wir haben hier all diese Schlüsselworte. Alles ist da. Waren diese Leute im Geheimen nicht schon lange in Partnerschaft mit Rom? Doch. Die Rothschilds. Wären sie nicht Rothschilds, die Bankiere des Vatikan genannt? Ist es nicht auch interessant, dass dieses Video einen an das Video des Weltwirtschaftsforums über den großen Reset erinnert, das wir uns früher angesehen hatten? Es ist das gleiche Szenario. Ja, die gleichen Akteure. Mastercard, British Petroleum, all die Firmenchefs. Und jetzt dreht es sich interessanterweise nicht nur um Soziales und die Wirtschaft, sondern auch die Religion wird hereingebracht. Er sagte, wir müssen zusammenarbeiten. Wir haben jetzt die ökumenische Bewegung, die zusammenarbeitet. Wir haben Finanzbewegungen, die zusammenarbeiten. Wir haben die Regierungen, die zusammenarbeiten. Und all das wurde durch eine Pandemie erreicht. Ja, durch eine Pandemie. Wie viel Geld kontrollieren diese inklusiven Kapitalisten? Hier haben wir die Mitglieder und ihre verschiedenen Logos. 10,5 Billionen, 2,1 Billionen, 200 Millionen Beschäftigte in 163 Ländern. Das ist der Ist-Stand, also wird es noch mehr werden. Einer sagte ja, ihr Ziel ist mehr als 1000 Partner. Nicht einmal alle in den Reihen der Katholiken sind glücklich über diese Ereignisse. Hier haben wir Dr. Taylor Marshall und er hat auch etwas dazu zu sagen. Er ist nicht sehr glücklich darüber, aber hören wir rein, was er zu sagen hat. Ihr habt ja vom großen Reset gehört. Das ist die Idee, dass Spitzenpolitiker und die Mega-Unternehmen zusammenarbeiten, um die gegenwärtige Krise in Politik, Wirtschaft und dem Gesundheitswesen für einen Neuanfang auf dem ganzen Planeten auszunutzen. Ein völlig neues globales System. Ich sprach schon in früheren Videos darüber. Wir sahen, wie große Staatschefs der Welt darüber sprachen. Ich gebe heute bekannt, dass ich per Post dieses Buch erhalten habe. Wage zu träumen von Papst Franziskus. Und ich habe nur ein paar Auszüge davon gelesen. Seitdem ich angefangen habe, das Buch zu lesen und vor allem dessen Vorwort, hat es mich schon schockiert.
Ich spreche im Tyler Marshall Podcast die ganze Zeit darüber. Und ich war so erstaunt, wie eindeutig dieses Buch zu den Prinzipien des großen Resets steht. Ich werde jetzt nicht das ganze Vorwort lesen, aber doch einen beträchtlichen Teil davon. Es sind nur 7 Seiten, es ist also ziemlich kurz, aber es steckt ganz schön was drinnen. Es liest sich wie die religiöse Version des Reset. Deswegen nenne ich dieses Video den katholischen Reset. Und ich sagte schon wiederholt, dass Ökumene die religiöse Version des Globalismus ist. Wir sehen das ganz unzweifelhaft in diesem Buch von Papst Franziskus. Ich werde jetzt ein paar Abschnitte lesen und sie kommentieren. Bevor wir das tun, wollen wir natürlich beten. Im Grunde ist der große Reset die katholische Vision von sozialer Gerechtigkeit. Genau, das ist es. Das ist das genaue Gegenteil von dem, was Gott für die Menschheit vorgesehen hatte. Nämlich, dass man Lektionen lernen kann, die den Charakter formen und nicht in einen Topf landen, um das Gruppendenken einer Gruppe anzunehmen. Falls man das nicht tut, wird man ausgelöscht. Ja. Das neue System wird also das alte System ersetzen. Das alte System muss dabei in sehr dunklen Bildern gemalt werden, nicht wahr? Ich fand es interessant, dass das Parlament der Weltreligionen kürzlich nach Donald Trumps Entfernung rief. Ja. Was hat denn das Parlament der Weltreligionen damit zu tun? Die Bevollmächtigten des Parlaments der Weltreligionen wenden sich an den Vizepräsidenten und das Kabinett der Vereinigten Staaten, um den stellvertretenden Senatspräsidenten ihre schriftliche Erklärung zu übergeben, dass der Präsident untauglich ist und deshalb in Übereinstimmung mit Artikel 4 des 25. Zusatzartikels der US-Verfassung unfähig, die Befugnisse und Pflichten seines Amtes auszuüben. Donald J. Trump hat seine Glaubwürdigkeit verspielt und demonstrierte, dass er nicht imstande ist, die Befugnisse und Pflichten des Amtes eines Präsidenten der Vereinigten Staaten auszuüben. Das Parlament der Weltreligionen ist eine globale Institution und sich des Einflusses bewusst, den der Präsident der Vereinigten Staaten auf die Welt hat. Diejenigen, die die größte Möglichkeit und Macht haben, die Welt zu beeinflussen, haben auch die größte Verantwortung, um mit kompromissloser moralischer Integrität zu handeln. Siehst du, wie die Moral hereinkommt? Das Parlament der Weltreligionen sieht sich weiterhin eine Kultur der Gewaltlosigkeit und einem Leben in Wahrhaftigkeit verpflichtend, wie sie in unserem vereinbart unterzeichneten Dokument Erklärung zum Weltethos. Gerade die politischen Machthaber sind aufgefordert, sich an die Rechtsordnung zu halten und sich für möglichst gewaltlose, friedliche Lösungen einzusetzen. Für die Staatschefs, Politiker und politischen Parteien, denen wir unsere Freiheiten anvertrauen. Wenn sie ihr Volk ins Angesicht belügen, wenn sie sich der Manipulation von Wahrheit, der Bestechlichkeit oder einer rücksichtslosen Machtpolitik im Inneren wie im Äußeren schuldig machen, haben sie ihre Glaubwürdigkeit verspielt und verdienen den Verlust ihrer Ämter und ihrer Wähler. Interessant, oder? Also eine globale Ethik. Eine Lösung, ja. Basierend auf päpstlicher Moralität. Ja, und wenn man dem nicht entspricht, wird man zensiert, irgendwo herausgenommen, wo man etwas sagen möchte. Und per Knopfdruck kann man wirtschaftlich deaktiviert werden. Ja. Na dann, bewegen wir uns in die Gegenwart. Wieder hat Amerika, The Jesuit Review, einen Artikel. Sie schreiben, Joe Biden hat einen Auftrag, unsere verwundete und gespaltene Nation zu heilen. Zuerst schafft man eine Spaltung und dann schafft man eine Lösung. Die Tatsache, dass Herr Bidens Glaube hauptsächlich ein Streitpunkt unter Katholiken und kein Hindernis für seine Wahl war, ist an sich schon ein Sieg für das amerikanische Experiment und ist zum großen Teil der Pionierarbeit der früheren katholischen Kandidaten Al Smith und John F. Kennedy zu verdanken. Smith and John F. Kennedy.
Lesen wir einfach das Fettgedruckte. Eine klare Mehrheit amerikanischer Wähler hat Herr Biden ein Mandat erteilt, das soziale Gefüge einer Nation zu reparieren, die Wunden der Nation zu verbinden. Ist doch interessant, oder? Und uns wieder als eine Nation zusammenzubringen. Es ist kein Mandat, eine radikale neue Ordnung zu erlassen, den obersten Gerichtshof zu besetzen oder eine extreme abtreibungsfreundliche Agenda zu verfolgen. Das amerikanische Volk verdient Staatslenker, die so wie Sie vorurteilslos und zur Zusammenarbeit bereit sind. Papst Franziskus sagte 2015 in seiner Rede vor dem US-Kongress, die Herausforderungen, mit denen wir uns konfrontieren, sehen, erfordert eine Wiederbelebung dieses Geistes der Kooperation, der so viel Gutes in der ganzen Geschichte der Vereinigten Staaten zustande gebracht hat. Wenn der Artikel in einer jesuitischen Zeitung diesen Ausdruck benutzt, dass die Wunde eines Landes geheilt werden muss, ist das schon sehr interessant. Ja. Lesen wir, was Crooks zu sagen hat. Das ist eine sehr prominente katholische Zeitschrift, eine der ganz maßgeblichen, die den katholischen Puls messen. Wenn Biden Amerika heilen soll, wird es seine Kirche brauchen. Nach allem, was man hört, ist der neu gewählte Präsident Biden ein ernsthafter Katholik. Er sprach offen darüber, wie sein Glaube ihn durch den persönlichen Schmerz und Verlust getragen hat. Möglicherweise trat kein neu erwählter Präsident seit Lincolns erster Amtseinführung im Jahr 1861 sein Amt angesichts einer so gespaltenen Nation an. Wenn Biden regieren soll, wird er einen Weg finden, anzufangen, die Scherben wieder zusammenzufügen. Wobei einer seiner besten Optionen sein könnte, auf die Ressourcen der katholischen Kirche zurückzugreifen. Klingt das danach, dass eine römisch-katholische Ideologie nach Amerika kommt? Definitiv. Es ist unvermeidlich, dass Biden der Wegbereiter in diesem nationalen Versöhnungsprojekt sein muss. Seine Kirche könnte sich dabei als sein größtes Plus herausstellen. Nachdem er es schon bei seinem persönlichen Schicksalsschlag erlebte, kann der Katholizismus vielleicht gerüstet sein, ihm bei der Gestaltung seiner öffentlichen Bewährungsprobe zu helfen. Die Bibel sagt uns, dass der Protestantismus über die Kluft hinüberreicht und die Hand Roms ergreifen wird, denn das zweite Tier wird jedem dazu bringen, das erste Tier anzubeten. Hier haben wir die Religious News Services. Könnte die katholische Moraltheologie den Weg zu einer neuen Grand Old Party erhellen? Sie wollen die Partei der Republikaner verändern. Ich denke, Pence hat gute Arbeit geleistet. Schließlich erhielt er eine Ausbildung bei Jesuiten, wie übrigens auch alle anderen. Seit einiger Zeit schon hört man Leute von einem amerikanischen katholischen Moment sprechen. Schon 2012 stellte David Gibson, Leiter des Zentrums für Religion und Kultur an der jesuitischen Fordham University und ehemaliger Mitarbeiter des Religion News Service, einige erstaunliche Fakten über Katholiken im öffentlichen Leben heraus. Dabei spricht er von obersten Bundesrichtern und so weiter. Innerhalb einiger Tage wird der gleiche Sprecher des Repräsentantenhauses zu sehen, wie der gleiche ehemalige Vizepräsident als zweiter katholischer Präsident der Vereinigten Staaten ins Amt eingeführt wird. Abhängig davon, wie man rechnet, denn das Verhältnis von Richter Neil Gorsuch zum Katholizismus ist offensichtlich vielsichtig. Sind oder waren 7 oberste Bundesrichter katholisch? Sollte die Partei sich entscheiden, sich an einem religiösen, multiethnischen Populismus der Arbeiterklasse auszurichten, was sie tun sollten, wird die neue Bewegung eine ideologische Grundlage brauchen. Wenn 2012 das Jahr war, als die Katholiken es schafften, die obersten Ebenen im öffentlichen amerikanischen Leben zu beherrschen, könnte 2021 das Jahr werden, in dem die höchste Ebene des öffentlichen Lebens schließlich einer katholischen Vision im vollen Umfang Platz schaffen. Das ist die Erfüllung der Prophetie. Und wenn Leuten das jetzt nicht bewusst wird, wird das nie geschehen. Da stimme ich dir zu. Wenn Leute das nicht sehen können, hier sprechen sie von einer protestantischen Partei. Ja. Alle Voraussetzungen sind geschaffen,
dass die republikanische Partei auch zu einer katholischen Partei werden kann. Ganz genau. Hier haben wir einen weiteren Artikel, wie Biden die USA vom Weltkrieg in Etappen wegführen kann. Gleichzeitig ermöglicht die Krise, die er erbt, seiner Regierung die seltene Gelegenheit, auf wesentliche Art und Weise zu einer neuen Post-Pandemie-Normalität beizutragen. Ich hasse diese Formulierung. Auf die Papst Franziskus unaufhörlich unsere Aufmerksamkeit gelenkt hat. Wenn Biden den Umgang seiner Regierung mit internationalen Beziehungen und sehr ernsten Sicherheitsproblemen lanciert, täte er gut daran, sich tiefgründig von den Werten der katholischen Soziallehre inspirieren zu lassen und die Einsichten von Papst Franziskus zu verinnerlichen, angefangen bei Laudatio Si über die Sorge für unser gemeinsames Zuhause bis zu Fratelli Tutti und den Vorschlägen der Covid-19-Kommission des Vatikans. Biden bekundet hier schon seine Absicht, auf globaler Ebene Schritte zu unternehmen, die der katholischen Soziallehre entsprechen. Das ist der Moment in der Geschichte, in der das protestantische Amerika über die Kluft hinüberreicht. Und das könnten die letzten Ereignisse, wie sie die Schrift beschreibt, herbeibringen. US-Präsident Joe Biden sollte mit gespannter Aufmerksamkeit dem Flehen von Papst Franziskus zuhören, der in Fratelli Tutti eine neue Denkweise fordert, eine globale Ethik der Solidarität und Zusammenarbeit im Dienst einer Zukunft, die in der ganzen menschlichen Familie durch gegenseitige Abhängigkeit und gemeinsame Verantwortung geformt ist. Kein Platz für Individualität, kein Raum für eine persönliche Entscheidung, eine kollektive Bewegung. Ja. Mit Luzifer als einem Engel des Lichts, der die Prozession anführt. Nannte der Papst Individualität nicht ein Virus? Völlig richtig. Sie wollen nur diesen katholischen Moment. Das kommt vom Catholic Thing. Zum ersten Mal in der amerikanischen Geschichte wird kein Teil unserer Bundesregierung von einem Protestanten geleitet werden. Der Präsident wird katholisch sein. Der Bundesgerichtshof ist katholisch. Alles ist katholisch, durchdrungen von den Jesuiten. Ja. Aber das ist alles reiner Zufall. Glaubst du das? Nein, keinesfalls. Keinesfalls kann ich das glauben. Der Mainstream-Protestantismus fungierte einmal als größtes Gewicht im öffentlichen Leben Amerikas, indem er half, uns in den ausgewühlten Wässern zu stabilisieren, die das Leben in einer demokratischen Republik ausmachen. Der Ballast ist verschwunden und die Langzeitauswirkungen auf das amerikanische Land kann man überall verspüren. Das wird weltweit stattfinden. National Catholic Report schreibt: Der Jesuitenpater Leo O'Donovan soll die Anrufung bei Bidens Amtseinführung halten. Faszinierend. Ja. Alle diese Katholiken führen den Präsidenten ins Amt. Der vorherige war Cardinal Dolan. Er war Ritter von Malta. Ja, der führte Trump ins Amt ein. Trump. Genau. Alle diese hochrangigen Amtsträger liefern der Welt ein Bild, wer das Sagen hat. Of who's in control. Hier heißt es, der Jesuitenpater Leo O'Donovan, der ehemalige Präsident der Georgetown University, wenn ich diesen Namen noch einmal in Verbindung mit Politik lese, könnte mich das fast aufregen. wird am 20. Januar die Anrufung bei Joe Bidens Amtsentführung halten. O'Donovan bestätigt dem NCR gegenüber, dass Biden ihn persönlich angerufen und eingeladen hatte, das Gebet bei der Amtseinführung zu sprechen, die die Wahl des zweiten katholischen Präsidenten des Landes markiert und das er angenommen hatte. Mein Bruder, wurde die Wunde geheilt? Yes. Ja. Ist ein Bild des Tieres am Entstehen? Ja, definitiv. Sind die Akteure an ihrem Platz, um sicherzustellen, dass es auch geschieht? Ja. Kann die Verfassung denn im Licht des ganzen Vortrages dem im Weg stehen? Nein, weil es zwar legal ist,
aber nicht rechtmäßig. Ganz genau. Sie arbeiten mit Durchführungsverordnungen und durch all die Dinge, die sich ereignet haben, sind alle Gesetze bereit, die sie mit Durchführungsverordnungen umsetzen können. Genau so, wie sie es wollen. Der legale Rahmen dafür wurde schon geschaffen. Der ist zwar völlig legal, aber von Anfang an niemals rechtmäßig. Denn der Teufel ist ein Meister der Irreführung und er hat die Menschheit überlistet, zu glauben, dass das eine überaus moralische Bewegung ist. Während es doch eine Rebellion gegen die Regierung Gottes ist. Und alle Weichen sind für die Wirtschaft schon gestellt, wenn wir uns an all die Ereignisse erinnern, um zusammengenommen einen großen Reset zu erreichen. Ja. Und der große Reset wird in Übereinstimmung mit der päpstlichen Rechts- und Sozialagenda sein. Vorher ging es um den großen Reset und das alles. Und jetzt bringt der inklusive Kapitalismus, wie du gerade sagtest, alles zusammen. Hier haben wir also den geschichtlichen Augenblick, in dem sich das prophetische Bild, über das wir jahrelang sprachen, verwirklichen wird. Definitiv. Deshalb müssen wir beten. Himmlischer Vater, Tyndall betete, öffne doch die Augen des Königs von England. Und heute möchte ich beten. Öffne doch die Augen der Könige dieser Welt, denn sie marschieren in eine Falle. Öffne die Augen der Kaufleute dieser Erde, denn sie marschieren in eine Falle. Öffne auch die Augen der Menschen auf dieser Erde, damit sie erkennen, dass sie sich vom System trennen, herauskommen und sich absondern müssen, damit sie nichts von den Plagen empfangen. Denn gemäß deinem Wort wird dieses System zerstört werden. Gib uns Weisheit und hilf uns, richtige Entscheidungen zu treffen. Das ist mein Gebet in Jesu Namen. Amen. Amen.